wenn du als Mann dein eigenes Körpergewicht einmal, wir reden jetzt nur von Sportlichkeit, nicht ob du ein guter oder ein schlechter Mensch bist, wenn du dein Körpergewicht auf der Bank ein einziges Mal sauber drückst, von unten bis oben, dann bist du ein Mädchen. Drückst, ja, kann man doch sagen, oder nicht? Ist doch totale Scheiße. Meine Freundin hat ihn ganz böse geguckt. Ist mein Kanal, ich kann sagen, was ich will. Und ich sag nicht die Unwahrheit. Never ever siehst du geil aus als Typ, wenn du einmal dein Körpergewicht drückst. Never ever. So, und es geht hier mal um Fitness, um Sportlichkeit und um gutes Aussehen. Und nicht, ob du Kohle hast oder witzig bist oder sympathisch bist oder intelligent bist oder netter Mensch bist. Darauf ist geschissen jetzt erstmal, weil es geht jetzt um Sportlichkeit. Das ist nicht hier der nette Freundschaftskanal. Das ist der You look like a bucket. Du siehst aus wie ein Eimer and you wanna change it. Welcome. Okay, so. Bucket Channel hier. Eimer-Kanal. Okay, also, drückst du dein eigenes Körpergewicht 10-mal auf der Bank, ab 10-mal kannst du erzählen, dass du im Studio bist. Vorher halt bitte die Fresse. Sag nicht, ich bin auch im Fitnessstudio. Erstmal sieht dir jeder an, dass du aussiehst wie ein Mädchen. Und zweitens, brauchst du den Leuten das nicht unter die Nase rein. Ja, so wenn du ein Ferrari fährst, musst du dir auch nicht erzählen, dass du Geld verdienst. Das sehen die. Sogar noch unsympathisch, wenn du dann noch sagst, ja, aber richtig Geld. So, also, und drückst du dein Körpergewicht 20-mal auf der Bank, als Mann, über 20-mal, dann bist du bad motherfucker. Wisst ihr, was geil ist? Meine Frau sagt gerade, mal gucken, hoffentlich scheiße ich nicht gerade ab. Hoffentlich scheiße ich nicht gleich ab. Hoffentlich scheiße ich nicht gerade. Wie hast du das gesagt? Ja, hoffentlich scheiße ich nicht gleich ab. Ja, genau. So, aber wenn du abscheißt, shame on you. Genau wie bei mir. Wenn ich mein eigenes fucking Körpergewicht, nicht wie 95 Kilo, nicht mehr als 20 Mal drücke, halte Fresse. Okay? Move your fucking ass. Du kommst, wisst ihr, ihr seid ja nicht unsportlich, weil Gott das so will. Und ihr seid auch nicht dick, weil Gott das so will. Und ihr seid auch nicht ohne Muskeln, weil Gott das so will. Das habt ihr selber so entschieden. Ja? Und eure Umstände, die drumherum sind, ob ihr ein Kind, zwei Kind, fünf Kinder habt, das entscheidet ihr auch selber. Das habt ihr selber entschieden. Das nicht, oh, was ist das? Ja, ja, ist doch so. Und wo ihr arbeitet, ob ihr um 3 Uhr morgens aufsteht, weil ihr Bäcker seid oder Schichtdienst habt oder was auch immer, das entscheidet ihr auch selber. Ihr entscheidet das alles selber. Und ich kenne Leute, die sind behindert und die trainieren. Ich kenne Leute, die sind blind und die trainieren. Ich kenne Leute, die sitzen im Rollstuhl und die trainieren. Ich kenne Leute, die haben das Down-Syndrom und trainieren. Und welche Ausrede hast du? And then you look like bad motherfucker. So, okay. Und if you want to be a mom motherfucker. Bad motherfucker. Nee, mom. Bad. Bad girl motherfucker. Bad motherfuckerin. Bad motherfuckerin. If you want to be a bad motherfuckerin, you press the half of your body weight. Selber schuld, wenn du so viel gefressen hast. Also, you press. Ich werde nicht lassen. Egal, mein Kanal. So, also, drückst du die Hälfte deines Körpergewichts. Weil du eine Frau bist, ist ja völlig in Ordnung. 5-mal, okay, you can tell everybody that you are in the gym and you're working out. Okay, but over 10 times. Over 10 times. You're looking good. And everybody will see it. At the beach, at the pool. She's gorgeous. She's the princess. She's the queen of the night. Okay, that's the system. Believe it or not. If you like it or not. Doesn't matter. 5, 3, 2, 1, 3. Was für ein Film.